Liebe andächtige Christen, liebe andächtige Christen, wenn ihr das Vaterunser betet, dann lautet die letzte Bitte: Erlöse uns von dem Bösen. Die Älteren unter uns haben noch gelernt: Erlöse uns von dem Übel. Diese Übersetzung war näher am lateinischen Original des heiligen Hieronymus aus dem 4. Jahrhundert. Sed libera nos a malo. Und malo heißt schlecht. So wie eine schlechte Zeugnisnote oder ein schlechtes Theaterstück zum Beispiel. Böse heißt Malum auch, aber eben nicht nur. Deswegen war die alte Fassung der letzten Bitte des Vaterunsers tauglicher als die heutige Übersetzung: Erlöse uns von dem Bösen. Außerdem ist zu bemerken, dass das Vaterunser, nämlich die letzte Bitte des Vaterunsers, nur in einem Evangelium vorkommt, im Evangelium nach Matthäus, während im Evangelium nach Lukas diese letzte Bitte fehlt. Die Jerusalemer Bibel, an die ich mich gerne halte, bemerkt daher in der Fußnote, man kann die letzte Bitte des Vaterunsers sowohl mit Erlöse uns von dem Bösen als auch mit Erlöse uns von dem Übel übersetzen. Also braucht ihr euch, das möchte ich gleich am Beginn sagen, solange die Aufmerksamkeit noch einigermaßen vorhanden ist, vor dem Bösen überhaupt nicht zu fürchten als andächtige Christen, weil es, wenn ihr es heute in der Kirche beten müsst, auf einer schlechten Übersetzung beruht. Das Böse, hauptwörtlich gebraucht, ist nämlich erst seit dem Philosophen Leibniz in Gebrauch. Um hier Klarheit zu verschaffen, braucht ihr euch nur an das apostolische Glaubensbekenntnis zu erinnern, wie ihr es in der Schule gelernt habt. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist, und so weiter.
kein Wort vom Bösen. Auch nebenbei gesagt, kein Wort vom Teufel, sondern das apostolische Glaubensbekenntnis hört so auf: Ich glaube an den Heiligen Geist, an die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Nachlass der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Keine Rede vom Bösen, dafür ist eventuell Elfriede Jelinek zuständig oder Thomas Bernhard. Aber nicht das apostolische Glaubensbekenntnis. Das apostolische Glaubensbekenntnis endigt mit dem ewigen Leben. Unsere Probleme haben mit dem Regierungsantritt Konstantin des Großen begonnen, würde ich es hier formulieren. Vor dem Regierungsantritt Konstantin des Großen war das Glaubensbekenntnis geheim, durfte nur dann auswendig gelernt haben, wenn man sich zur Taufe angemeldet hat. Und die Taufe war auch geheim, denn es gab ja vor dem Regierungsantritt des Konstantin ein paar Christenverfolgungen. Wenn die Christen erwischt wurden während der Christenverfolgungen, dann kamen sie an die Galeeren, wurden gefoltert und den wilden Tieren im Zirkus vorgeworfen. Das war auch gut so. Das waren zwar ein paar unangenehme Erfahrungen, aber nachher kam ja das ewige Leben. Erst nach dem Regierungsantritt des Konstantin liefen alle zur Taufe und es begann das christliche Abendland. Im christlichen Abendland wurden nicht mehr die Christen verfolgt, sondern die Juden. Das ist aber eine andere Geschichte, auf die ich hier nicht näher einzugehen brauche, denn ich spreche ja hier über das Böse. Wie ich schon erwähnt habe, ist das Böse hauptwörtlich gebraucht in der Bibel, in den Evangelien, überhaupt nicht anzutreffen. In der Bibel, in den Evangelien, ich meine, Sie können nicht verlangen, dass ich jetzt die ganze Bibel nur für diesen Abend durchgeblättert habe, ob hier und da vielleicht das Wort das Böse in der Bibel vorkommt. Ich glaube aber nicht, soweit ich die Bibel halbwegs kenne, sondern in der Bibel gibt es nur den Bösen. In der Bibel, die ist griechisch geschrieben, die christliche, die Evangelien sind griechisch geschrieben und da kommt die Vaterunser-Bitte, von der wir schon geredet haben, so vor: Poneros heißt das griechische Wort für Malung, für Übel. Das heißt so viel wie schlecht, ungut, böse auch, böse Nachrede zum Beispiel. Sowas kommt vor.
aber allenfalls mit einem bestimmten Artikel kommt es vor, ho ist griechisch für der, poneros, das ist the evil one, wie die Engländer das übersetzen, der Böse, der Teufel, der kommt vor, mitsamt seinen Gehilfen, dem teuflischen Heer. Und es kommt auch Jesus Christus vor, der Teufel austreibt. Das steht auch im Evangelium. Aber nie das Böse. Gibt es nicht in der Bibel. Also muss ich mich jetzt, fast hätte ich gesagt, wider Willen, doch kurz mit dem Philosophen Leibniz befassen. Der das Böse mit bestimmten Artikeln in die Philosophiegeschichte implantiert hat. Er hat sich so geholfen, weil er die Auffassung vertreten hat, dass die Welt, die von Gott geschaffen wurde, die beste aller Welten sei. Hat er geschrieben. Nun weiß jedes Kind, dass es einen Leberkrebs gibt, einen Vulkanausbruch oder abgerissene Schuhbänder. Folgedessen hat sich der Leibniz mit seiner besten aller Welten dadurch gerettet, aus seinem Problem, indem er drei Klassen eingeführt hat für das Ungute. Erste Klasse ist das moralisch Ungute, also das Böse. Zweite Klasse ist das natürliche Ungute, also Erdbeben oder Zahnschmerzen. Und drittens, die dritte Klasse ist das, wie es genannt hat, metaphysische Ungute, welches darin besteht, dass wir alle sterben müssen. Er hat das deswegen getan, der Philosoph Leibniz, weil er mit der Einführung des Bösen dieses Problem gehabt hat, das später in die Philosophiegeschichte Eingang gefunden hat, mit dem Fremdwort Theodizee-Problem, das noch heute, wenn auch nicht unter diesem Ausdruck, nach dem zweiten Viertel mir unter die Nase gerieben wird, als Kaplan, wenn die Leute sagen, wie kann denn ein guter Gott meine Großmutter mit einem Leberkrebs ausgestattet haben. Sie hat ja nie was angestellt. Das ist das Theodizee-Problem. Es ist bis heute nicht gelöst. Also kann ich mich eigentlich damit begnügen, es erwähnt zu haben. Denn der Philosoph Leibniz ist im Jahre 1716 gestorben und im Jahre 1755 ist das Erdbeben von Lissabon passiert. Und beim Erdbeben von Lissabon wurde das Dirnenviertel verschont und die Kathedrale ist über den Gläubigen zusammengestürzt. Deshalb hat Voltaire den Leibniz mit seiner besten aller Welten, mit seinem Bösen und mit seinem Theodizee-Problem verspottet in seinem Theaterstück Candide. Ist in der Burg gegeben worden.
aber das ist jetzt nicht mein Thema, ich darf ihn nicht verplaudern, denn meine Zeit läuft ab. Es hängt alles, das Böse und das Erdbeben und das DDC-Problem, alles an einer einzigen schlechten Übersetzung. Aber es gibt eine Rettung. Es gibt schon eine Rettung. So lasse ich sie nicht daraus gehen. Ungerettet. Es gibt einen Wunderglauben. Es gibt einen Glauben, oder sagen wir besser ein Vertrauen. Das wäre auch wieder eine bessere Übersetzung als Glauben, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Es gibt ein Zutrauen, ein Vertrauen, ein Gottvertrauen, das gelegentlich sehr, sehr, sehr selten ein Wunder passiert. Die Sizilianer wissen das besonders gut. Die Sizilianer haben eine sehr reiche Erfahrung mit den Launen des Ätna. Dass der Ätna ab und zu Lavaströme hinunterschickt auf die Ortschaften zu. Nun verfügen aber die Sizilianer auch heute noch über eine wundertätige Reliquie, nämlich das Kopftuch der heiligen Agatha, wird aufbewahrt in Catania. Wann jetzt der Ätna seine Lavaströme in Richtung der Ortschaften schickt, dann wird das Kopftuch der heiligen Agatha dem Lavastrom entgegengetragen und dann bleibt der Lavastrom stehen oder auch nicht. Das Einzige, wozu ich Ihnen, liebe andächtige Christen, daher raten darf, ist ein robuster Wunderglaube. Zum Wunderglauben gehört auch dazu, dass er enttäuscht werden kann. Gelobt sei Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.